18. Dezember, deine Weihnachtsseelenbotschaft. Heute triffst du auf deine größte Angst. Mache dir jetzt bewusst, was ist deine größte Angst? Ich lade dich auch dazu ein, deine größte Angst in die Kommentare zu posten. Schreib sie auch in den Kommentar. Und stell dir jetzt vor, dass deine größte Angst vor dir steht. Sie zeigt sich jetzt als ein Wesen. Sie steht vor dir. Schau sie dir genau an. Wie wirkt sie auf dich? Sie ist jetzt vor dir sichtbar geworden, eine Gestalt. Schau mal, ist sie größer als du? Wie groß ist sie? Hat die Angst schon Macht über dich? Ist sie größer als du? Heiße sie willkommen, denn du hast sie erschaffen. Nimm sie wahr, wie fühlst du dich? Kommen Gefühle hoch? Spürst du etwas in deinem Körper? Und jetzt sage deiner größten Angst, du bist heute bereit, den Kampf mit ihr niederzulegen und in den Frieden zu gehen. Lange genug habt ihr gekämpft, vielleicht auch schon viele Leben, und es ist wirklich genug, jetzt in diesem Augenblick. Und schau, ob sie sich verändert. Nimm einfach wahr und lass sie da sein. Denn Kampf erzeugt Kampf, Frieden erzeugt Frieden. Reiche ihr die Hände. Bedanke dich bei ihr. Und du wirst fühlen, ob dir das leicht oder schwer fällt. Jetzt wird sie vor deinem geistigen Auge immer kleiner und kleiner. Sie verliert an Macht und Energie. Du hast dich heute ihr gestellt. Du warst bereit, sie einzuladen, den Kampf aufzugeben. Sie wird kleiner und kleiner. Du wirst größer und größer. Wenn sie ganz klein ist, dann hebst du sie hoch. Wie ein kleines, unschuldiges Kind ist sie jetzt in deinen Händen und du gibst sie in deinen Herzraum. In dein Herz legst beide Hände auf deinen Herzraum. Und blickst tief in dich hinein, in diesen wunderbaren Raum, der voller Liebe ist, voll Licht und Liebe.
Und deine kleine Angst fühlt sich immer wohler und wohler. Licht und Liebe umfließt sie. Sie beginnt sich noch mehr zu wandeln in ein wunderschönes Lichtwesen in dir. Frieden. Frieden in dir. Mit deiner größten Angst, die endlich angenommen wurde, Platz gefunden hat und sich transformieren konnte. In dir, in deinem Herzen. Dein Herz ist voller Liebe. Und diese Liebe ist stärker als die Angst. Hier darf sie jetzt bleiben. Hier ist sie wieder angekommen in der Liebe im Licht. Und du fühlst dich wunderbar. Du hast dadurch wieder mehr Energie und Kraft. Ja, gerne lade ich dich noch einmal ein, in den Kommentar deine größte Angst zu posten. Sonja und ich lesen gerne eure Kommentare und werden auch auf diese Ängste eingehen. Also trau dich, schreib in den Kommentar, was belastet dich? Was ist deine größte Angst? Wir sind hier in der Gruppe zusammen, um gemeinsam den Weg zu gehen, uns gegenseitig zu unterstützen. Und du kannst all deine Anliegen posten. Sei dabei, komm ins Tun. Bleib nicht im Hintergrund und konsumiere einfach, sondern komm ins Tun. Was bewegt dich? Ja, all das, was du möchtest. Wir sind da für dich und auch die anderen in der Gruppe. Es ist ja kein Zufall, dass du hier bist. Und so freue ich mich auch, wenn du auf meinen Newsletter kommst. Der Link ist oberhalb vom Video. Und ich empfehle dir auch, schaut mal auf meine Online-Akademie. Da gibt es wunderbare Online-Kurse. Wunder werden wahr, Meisterkurs, Selbsthilfe-Schnellkurs, Transformationskurs. Gerne begleite ich dich auf deinem Weg zu deinem wahren Sein, einfach sein, so wie du bist, einzigartig, wunderbar. Ich freue mich auf dich, alles Liebe, sei gesegnet und einen wunderschönen Tag.